Hallo, willkommen zurück zu Die Schlacht um Mittelerde. Wieder mal ein neuer Part. Eine neue Aufnahme. Eine neue Mission. Und ich werde gleich mal wieder die Musik ein bisschen leiser machen. So. Ich muss mich gleich schon mal vorneweg entschuldigen. Ich bin etwas erkältet. Das heißt, wenn ich zwischendurch husten sollte, dann seht es mir bitte nach. Ich kann nichts dafür. Wir marschieren nach Rohan. Und warten auf einen Filmausschnitt. Wieder der. Sehr einfallsreich. Rohan liegt im Zentrum Mittelerdes. Immer schon war das Land der Pferdeherren umkämpft. Doch nun sehnen sich die Menschen Rohans nach Frieden und Freiheit. Ja, da ist sie wieder, unsere Frauenstimme, die wir im letzten Part vermisst hatten. So. Besiegt alle Truppen Isengards! Hab ich vor. Gut, ja. Wir machen es wie immer. Mission. Zerstöre alle Lager des Bösen, befestige die zerstörten Türme mit Bogenschützen und Eomer ein Level up. Ihr alle setzt euer Leben aufs Spiel, wenn ihr mit mir reitet. Doch eines Tages wird Rohan es euch danken. Sollte alles kein Problem sein. Elbenwald wird hier unsere nächste Fähigkeit sein, die wir uns holen werden. Und wir fangen an. Ein Gehöft. Und noch ein Gehöft. Noch ein Gehöft zu bauen. So. Ja, wie ihr seht. Oh Gott, ey. Hört doch auf, die ganze Zeit hier rumzuschreien. Wie ihr seht, nehmen wir alle Truppen aus dem letzten Rohan-Szenario mit in dieses. Das heißt, wir verfügen über die Truppen des letzten Szenarios wieder. Menschen der Rittermark! Rein theoretisch sollte diese Armee eigentlich ausreichen, um alles zu tun, was ich tun will. Beeilen wir uns! Mal sehen. Wir haben ein neues Gehöft. Ich werde auf jeden Fall diesmal ein paar Bogenschützen ausbilden. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon gezeigt habe im letzten in der letzten Aufnahme. Ich glaube nämlich nicht. Folgt und mir. Auch wenn sie schlecht sind, will ich sie euch nicht vorenthalten. Beeilen wir uns! Beeilen wir uns! Tjo. Wir werden an eurer Seite gegen diese Kreatur. Hey. Die Hoffnung nicht Bauern! Fahren. Braucht kein Mensch! Braucht wirklich kein Mensch. Als Waffe. Ach, hier bleibt hier echt. Diese Bauern, die sind wirklich sinnlos. Ich habe deren Nutzen noch nicht wirklich gesehen. Sie sind billig und in jeder Hinsicht. Sowohl vom Preis als auch vom Können. Orkhöhle. Los! Verteidigt dieses Land! Ach, wie ich es liebe. So ein Spaß. So, unser Schießstand ist fertig. Wir bilden mal so ein Bataillon erstmal aus. Dies ist unsere Stunde. Okay, das ist erledigt. Hier werden wir noch ein Gehöft platzieren. Zack. Und da sind irgendwo Gegner. Da. Ist das wohl schon das Lager? Unsere Feinde tatsächlich. Sieht so aus, als würde das wirklich eine kurze Aufnahme werden. Naja. Ich werde jetzt natürlich noch nicht angreifen. Denn ich habe ja noch nicht mal alle Bonusmissionen erfüllt. Wollte ich gerade sagen, und da erfülle ich sie. Das Level up. Natürlich fehlen noch die Türme. Was machen die denn da? Oh. Nein, die will ich vernichten. Oh, oh, oh. Ja, die sind hier absoluter Tod für die Reiter, diese Hellebardiere. Denn, tja, sie haben Piken. Das heißt, es kann sehr schnell sehr schlecht ausgehen für uns, wenn wir nicht aufpassen. Wir werden angegriffen. Bleibt zurück. So, ein Bataillon ist da. Wir holen uns gleich noch eins. Haltet sie von uns fern. So, das sind jetzt halt die Bogenschützen. Solide, ne? Nicht besonders stark. Nicht wirklich. Aber wir brauchen sie auch für unsere Bonusmission. Das war gerade ein Level up. Und hier ist ein Sägewerk. Die kennen wir ja schon. Na komm. Knausern wir mal nicht, ne? Ich werde hier mal so einen Heilungsbrunnen bauen. Gleich dazu mehr.
Und... ja. Haltet eure Stellungen! So, hier können wir dann gehöft hinbauen. Das ist schade. Das Maximum ist schon erreicht. Na gut. Macht nichts. Wir besetzen mal diese Türme. Aber das werden wir trotzdem bauen. Menschen der Rittermark! Und wenn wir das erfolgreich abgeschlossen haben, kriegen wir zusätzliche 2 Kommandopunkte. Das sollte dann reichen. Der Feind ist unter uns, Männer! Entschuldigung. Oh je. Oh je. Nein, nein, nein. Schlechte Idee. Das, ein Turm. Seid bereit, Bogenschützen! Es könnten Orks in der Nähe sein. Oh, hierin! Verdammte Erkältung. Beeilen wir uns! Ach, sehr schön. Türme sind besetzt. Verteidigt dieses Land! Ich frage mich, warum ich überhaupt aufnehme, jetzt wo ich erkältet bin. Aber irgendwie hatte ich Lust dazu. Ich denke, das ist wohl die beste Begründung. Sie sind hier! Oh, hierin! So, dann fackeln wir auch gar nicht lange. Wir gehen ins Lager von den Feinden. Vielleicht muss ich das ja diesmal ausnahmsweise mal nicht in 2 Parts schneiden. Ah, auch im Bogenschützen. Das ist wunderbar. Gut, dann werden es wohl doch 2 Aufnahmen, weil ich das gerne kaufen würde hier. Warum geht das nicht? Oh, verdammt. Stimmt. Stallungen der Stufe 2. Und zwar funktioniert das hier so. Wenn wir Truppen ausbilden, steigt die Stufe dieses Gebäudes, in dem wir sie ausbilden. Beeilen wir uns! Da ich jetzt allerdings nicht genügend Kommandopunkte zur Verfügung habe, ist das nicht möglich im Moment. Das ist ja schade. So, fangen wir an. Dann kommt das wohl doch alles in einer Aufnahme. Fordert dieses Land zurück! Für den König! Unsere Truppen werden angegriffen! Attacke! Attacke! Fahrt auf dieses Land zurück! Für den König! Boah, die bauen schon wieder alles neu! Boah! Vergesst es einfach! Fahrt auf dieses Land zurück! Für den König! Keine Chance! Das haben sie fertig gekriegt, aber das war's auch schon. Mehr ist nicht. So, und damit ist das auch erledigt. Jagt sie aus diesem Land! Beeilen wir uns! Komm, es kommt noch mehr ran. Fordert dieses Land zurück! Für den König! So. Ja, also diese Rohan-Missionen, die tragen leider nicht besonders viel zum Fortlaufen der Geschichte bei. Sie sind eigentlich nur Platzhalter, um die Kampagne künstlich in die Länge zu ziehen. Ich persönlich mag die Rohan-Mission überhaupt nicht, auch wenn die jetzt dankbar sehr kurz war. Sie hat nicht lange gedauert, aber wie gesagt, das bringt uns halt nichts Wirkliches. Gutes. Wir haben da nur einen Held dabei und das war's. Beide Bonusziele erledigt hier. Ein bisschen Zeugs, wenn ihr es euch angucken wollt, dann einfach kurz pausieren drücken bei YouTube. Nur Helden, Einheiten und den Gebietsbonus. Ja. Ne? Ach ne, jetzt nehmen wir ja auch die Bauern noch in das nächste Szenario mit. Was ein Müll. Gut, ja. Was kommt jetzt? Isengard begehrt den einen Ring. Die dunklen Horden Orthancs sind ausgezogen, die Gemeinschaft zu vernichten und die Sildurs Fluch zurückzubringen. Ich erinnere mich, das ist die Stelle, in der Schlacht um Mittelerde 1 etwas unrealistisch wird. Denn wer den Film kennt, weiß, dass an dieser Stelle einer unserer Helden sterben müsste. Ist im Spiel hier nicht zwangsläufig der Fall. Im Gegenteil, ich glaube, wenn dieser sterben würde, hätten wir die Mission verloren. Und naja, gut.
Mit Gandalf ist es ähnlich, eigentlich. Der sollte hier auch nicht mehr dabei sein. Aber gut, nehmen wir es nicht zu genau. Ich beende die Aufnahme hier. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.